Also da geht es ja um Beziehungen und ich habe ja vorhin noch einen Satz gefunden, der stammt aus dem Programm, aus dem Buch von Serdar Somuncu und der heißt, ich habe also beschlossen, eine Beziehung einzugehen, weil ich mich zunehmend hässlicher und einsamer fühle. Herr Somuncu, woran liegt das denn? Woran das liegt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das ernst ist, was ich da geschrieben habe, aber... Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da geht's mir so wie manch anderen, die Bücher schreiben, die sich gut verkaufen sollen. Aber, ja, es kommt halt vor. Man fühlt sich nicht immer gut. Man denkt auch manchmal, ich bin hässlich. Manchmal ist man auch fick und fertig. Manchmal fühlt man sich hübsch. Und zu der Zeit war das bei mir, dass ich mich eher nicht so gut gefühlt habe. Sie haben einen Selbstversuch gemacht, den ich doch atemberaubend finde. Sie haben sich zu den Zeiten, wenn die Welt in und um Köln aus den Fugen gerät, gewissermaßen in sich selbst zurückgezogen. In die eigenen vier Wände, wollten mit Karneval nichts zu tun haben, haben sich 5 Tage von der Welt abgeschottet und geguckt, was dann mit Ihnen passiert ist. Ja, genau, das habe ich gemacht. Wie ist die Frage? Haben Sie ab und zu die Fenster geöffnet? Nein, nee. Also es war Karneval, um es auszusprechen. Ja, dieses leidige Wort. Ja. Und ich hasse Karneval. Ich gebe das hier in Köln gerne zu. Und hatte keinen Bock mehr darauf, wegzufahren, sondern ich wollte es mal aushalten. Und habe mich dann eingesperrt, Fernseher an, aus, weil Fernsehen ist ja mittlerweile so gleichgeschaltet, dass man dann auf allen Kanälen das Gleiche sieht. Und hab dann geguckt, was in mir passiert. Und das war schön. Also es war schön hässlich. Was passierte denn da? Ja, es fing an zunächst mit Wut und Depression. Weil, das wäre bei mir aber genauso. Also wenn ich Karneval 5 Tage eingesperrt wäre, ja, weil abgeschoben an, da hätte ich auch Wut und Depression. Ja, ganz klar. Okay, aber... Weil Sie Karneval mögen. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, das ist so typisch. Also das ist neue Mode, dass alle, die früher irgendwie gemotzt haben über Spießer und das ist ja blöd, Karneval sind sie lustig einmal im Jahr, sonst kriegen sie die Zähne nicht auseinander, heute mitmachen und sagen, das ist ganz toll. Aber es ist letztendlich das Gleiche, was es auch vor 30 Jahren war. Es ist ein Fest, auf dem man sich besäuft, sinnlos, irgendwelche Leute abschleckt, die man nicht kennt. Oder sich abschlecken lässt. Und das Ganze tarnt als Kultur. Ach, da muss ich Ihnen jetzt mal widersprechen. Danke, Frau Tröbner. Nein, also da muss ich Ihnen widersprechen. Ich werde zu meinem Begräbnis eine Party organisieren. Ah, die zweite Begräbnisparty. Da wird der Deckel aufgehen und da werde ich eine Hassrede auf Karneval halten. Inka, bitte. Verkleidet. Und dann kommt er in den Himmel und dann heißt es Solomon der Rinnenloss. Genau. Ich kenne so viele Künstler, die im Westen in Bayern auftreten und der erste Satz ist, ich liebe Bayern und nicht sagen, dass sie aus dem Osten sind. Wenn sie im Osten auftreten, sagen sie, endlich wieder bin ich im Osten, ich kann den Westen nicht leiden. Und er setzt sich hier nach Köln und sagt, er kann den Karneval nicht leiden. Ich finde das so toll. Das ist mutig. Ich finde das super. Ja. Ganz toll. Also ich finde, man kann mit Lob auch übertreiben, aber egal jetzt mal. Ja, ich kann vielleicht noch mal ganz kurz ernst drauf eingehen, damit es nicht so übrig bleibt. Jetzt möchte ich wissen, wie Sie über mich denken. Sie haben nämlich in dem Buch geschrieben, ja, also nicht über mich persönlich. Sie haben geschrieben, Karneval ist etwas und jetzt, Zitat, für ekelerregende, spießige, verklemmte Menschen, die über Tage weg nur saufen und kotzen. Zitat. Sagen Sie dazu, dass das ein satirisches Buch ist. Also es ist ja kein Sachbuch. Ach, Sie machen mir doch jetzt mal eine Frage kaputt. Nein, also es ist so, ich gönne wirklich jedem seinen Spaß und in der Regel bin ich ja auch geflüchtet vor Karneval. Ich meine aber wirklich ernst, wenn ich sage, es gibt mittlerweile so einen Hang zum Inflationären und der streut sich eigentlich in alle Bereiche hinein. Wenn in einem Fernsehsender ein Programm gut läuft, dann machen alle Fernsehsender das Ding 1000-mal nach, bis man es nicht mehr sehen kann. Wenn Karneval früher irgendwo regional funktioniert hat, dann wird heute jede Sitzung übertragen, bis man wirklich die Schnauze so gestrichen voll hat, dass das Originäre an diesem Fest, es soll ja ein Fest sein, verloren geht. Und das finde ich sehr schade. Es ist zu großem Teil sehr kommerzialisiert und es ist zum großen Teil auch sowas von ausgetreten und so breit. Es geht ja schon am 11. November mittlerweile los, die Session. Früher war das nur ein Tag, aber manche fangen am 11. November an und hören gar nicht mehr auf bis zum Ende des Jahres. Sie kriegen auch jetzt schon, Lebkuchenherzen. Ja, aber das darf man ja kritisieren dürfen. Ja, also ich muss ja nicht sagen, ich finde es toll. Wir kommen ich uns einfach ja auch gerade näher. Meine Frage dazu wäre aber trotzdem, Sie sind ja
ja, ich weiß gar nicht, wie ich sie bezeichnen soll. Kabarettist, Comedian, was würden Sie sagen? Oh, ganz lieber Mensch. Das. Aber Sie sagen, da kommen wir näher, Lachen muss wehtun. Warum eigentlich? Nein, Lachen muss nicht immer wehtun. Aber ein Lachen, das aus Nachdenklichkeit entsteht, kann manchmal wehtun. Und ich war heute Abend auch versucht, ein paar Mal was zu sagen, aber wir sind hier nicht in der Diskussionsrunde. Wenn Sie beispielsweise sagen, Sie kochen gerne für amerikanische Präsidenten, denke ich, kochen Sie doch für die Afghanen oder die Iraker, die gar nichts zu essen haben, statt für die Amis. Oder wenn Sie sagen, egal, ob das eine Unterhaltungssendung ist oder nicht, natürlich muss der schlechte Zähne haben, damit die Leute sich über ihn lustig machen können. Und das zu hinterfragen und zu sagen, wo ist unsere eigene Selbstgerechtigkeit, wo fängt sie an, wo sind wir empathisch mit anderen, wo können wir auch mal guten Gewissens lachen über Dinge oder wo müssen wir einen Schnitt machen und sagen, wo ist meine Haltung, wo bin ich vielleicht zu moralisch? Das ist eine ganz wichtige Sache, die auch in die Comedy gehört. Kann man das heute nur noch mit Provokation? Nein, Provokation kann man gar nicht berechnen. Ich weiß doch nicht, was Sie nervt. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Sie haben schöne Stiefel an oder hässliche Stiefel, dann kann das sein, dass Sie die absichtlich angezogen haben, damit ich sage. Deswegen. Sie überschätzen sich. Wenn wir nur die ich hätte des Rätsels Lösung. Nein, es ist aber eine Verantwortung, ganz wichtig für einen Künstler, auch an Grenzen zu gehen. Wir hätten sonst keine expressionistischen Bilder, wir hätten sonst keine Auseinandersetzung auf der Bühne, wir hätten Stillstand. Und das muss in jeder Form von Kunst stattfinden, auch dass ich mich selbst herausfordere und hinterfrage und partizipiere natürlich auch an diesen Entwicklungen in meiner künstlerischen Form. In Ihrem neuen Programm, das ist nicht das erste, in dem Sie sozusagen so verfahren, kriegen sehr viele Menschengruppen ihr Fett weg, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und um Eindruck zu vermitteln, haben wir eine kurze Szene aus dem Programm hier eingespielt. Intoleranz wird heute praktiziert. Es wird alle treffen, Schwule, Neger, Juden, Kinder. Schwule, Juden, Kinder. Ich werde heute mehrfach, in Anlehnung an das, was ich seit Wochen lese, seit Monaten, Begriffe benutzen wie Arschfick, Fotzen, Dreckschleuder, Schwules, Drecksau, mieses Pimmelgesicht. Ja? Regen Sie sich nicht darüber auf. Ich habe erst sehr spät Deutsch gelernt. Ich schicke dich, du alter Hurensohn. Es bringt überhaupt nichts, wenn Sie sich echauffieren. Der Fehler ist schon, dass Sie gekommen sind. Genau so machen wir! Der riecht sich noch auf, der Mann. Sehr, das ist ein Mundschuh. Sie regen sich tatsächlich sehr auf. Ja. Über sehr viele Dinge. Ja. Ihr Programm, der Hassprediger, Sie regen sich vor allem über die Bild-Zeitung auf. Ja. Für die ja mittlerweile sehr viele Prominente freiwillig Reklame machen. Sieht man ja all überall auf Litfaßsäulen und großen Plakatwänden. Gehören Sie auch dazu? Weiß ich jetzt gar nicht. Man hat mich gefragt. Haben Sie auch mitgemacht? Nein. Das ist machen, also Sie haben nicht mitgemacht? Nein. Oh, das finde ich aber immer toll, wenn ich mal so spontan sagen darf. Weil ich mich immer wundere, ehrlich gesagt, warum Menschen da so Reklame für machen. Aber gut, ist eine andere Frage. Die Bild-Zeitung ist ja nicht Quell allen Übels. Die Bild-Zeitung verkörpert ja nur etwas, was auch in der Substanz ja eine Meinung der Allgemeinheit ist. Manchmal ist das überspitzt, manchmal ist es okay, manchmal ist es vollkommen daneben. In den letzten Wochen, als es um Integration ging, hat sich die Bild-Zeitung zum Meinungsführer einer schweigenden Mehrheit gemacht. Und das gegen Türken, gegen Ausländer, die in Deutschland leben. Und das ist eben das Schlimme an dieser Zeitung, an diesem Medium, dass sie auch ihre Macht missbraucht. Also Mundschuh, wenn Sie, jetzt sagen Sie die Bild-Zeitung, die ja mit sehr starken Vereinfachungen arbeitet. Sie regen sich aber fast genauso stark auf über den etablierten Kulturbetrieb. Also wenn Sie in Karneval in Mio berichten über die Frankfurter Buchmesse, da wird Ihnen ja auch andauernd schlecht. Ja, ich muss das nochmal sagen, es ist ein satirisches Buch, weil Sie immer sagen, ich würde mich drüber aufregen. Es ist erstmal eine Rolle, die das schreibt, so wie auch der Hassprediger, den ich auf der Bühne gebe, eine Rolle ist. Und die Idee hinter dieser Rolle ist, dass man wirklich mal komplett loslässt und guckt, was passiert, wenn ich total intolerant bin. Der Gedanke ist daraus entstanden, dass ich natürlich als türkischer Schauspieler immer aus einem Korsett heraus agiert habe, lange Jahre. Nämlich aus dem Korsett des Underdogs und immer über meine Welt gesprochen habe und ein bisschen auch über die Welt der anderen, hauptsächlich in Deutschland über die deutsche Welt. Und irgendwann gedacht habe, wie ist das eigentlich, wenn ich nicht das Opfer bin, sondern zum Täter mich mache? Und das ist eine unglaublich spannende Gratwanderung. Das ist etwas, was sehr viel bewegt bei Leuten, sehr viel aufregt.
Und erstaunlicherweise merken die Leute gar nicht, dass ich gegen alles und jeden intolerant bin. Und dadurch eigentlich klar sein müsste, der kann das gar nicht ernst meinen. Er ist ja selber Türke, lästert über Türken. Er hat jüdische Freunde, lästert über Juden. Er ist mit irgendwelchen Schwarzen unterwegs und sagt, ich mag keine Neger. Es geht einfach darum, Political Correctness auch ein bisschen zu hinterfragen. Die Gedanken, die nämlich hinter der Political Correctness versteckt sind, ein bisschen rauszulocken und dann zu gucken, wo ist die wirkliche Substanz der Leute. Gehen wir... Gehe ich nochmal an den Anfang zurück. Ich weiß, dass Ihre Lebensgefährtin gebürtige Kölnerin, glaube ich, ist. Sie lebt in Köln. Sie leben ja jetzt auch in Köln und sie ist begeisterte Karnevalsfeierin. Horror. Aber das zeigt doch wieder, wie tolerant ich bin. Ja. Ich meine, es ist doch total okay, aber es ist, wir gehen uns da diametral aus dem Weg. Nachts um drei geht die Tür auf. Ich bin in meinem Zimmer verschanzt. Ich höre eine besoffene Frau durch die Wohnung tapsen und denke, warum bin ich nicht in Istanbul geblieben? Selma Gorunçu. Danke, dass Sie heute hier sind. Wunderbar. Andere Vielleicht. Denken wahrscheinlich auch, warum ist er nicht in Istanbul geblieben? Aber anderes Thema. Aber ein bisschen feige sind Sie doch, wenn Sie sagen, ja, wenn Sie sagen, das ist doch eine Rolle und das bin ich. Man sucht sich seine Rolle schon aus und das hat auch was mit Ihnen zu tun. Also, was ist daran feige? Ist doch okay. Ich finde das sogar mutig, sich hinter einer Rolle zu verstecken. Wenn die Rolle das ausspricht, was ich nur zur Hälfte denke. Ja, ich habe das Gefühl, dass Sie irgendwo wirklich unglaublich wütend sind auf etwas. Nein, da kennen Sie mich nicht. Also ich habe mich oft Situationen gestellt, die mehr als gefährlich waren und habe zu meiner Meinung gestanden. Ich habe von Nazis gespielt in Ostdeutschland, da haben 250 Nazis meine Vorstellung überfallen. Da kann gar nicht von Feigheit die Rede sein. Das meine ich auch nicht. Diese Art Sinne Feigheit meine ich auch nicht. Ich wollte nur sagen, dieses Buch ist eine Auseinandersetzung mit einer Figur, die ich auf der Bühne konzipiert habe. Und sie redet nicht ausschließlich meinen Text. Wenn ich sage, ich hasse Karneval, ist das überspitzt. Ich finde Karneval sehr anstrengend, aber ich halte es auch aus, wenn es läuft. Aber das ist interessant, was Sie sagen, man kann sich hinter Rollen verschanzen. Gilt das denn auch für Sie als Schauspielerin? Ich denke, wenn man Schauspieler geworden ist oder wenn man ein darstellender Künstler ist, dann hat das irgendwas, also ganz tief mit der eigenen Psyche zu tun. Ich finde, das ist kein üblicher Beruf. Also normalerweise stellen sich Menschen nicht irgendwo hin und setzen sich dem aus, zum Beispiel dem sie sich aussetzen, oder öffnen sich komplett vor fremden Menschen. Und ich glaube, da steckt immer eine große Verletztheit irgendwo dahinter und man arbeitet etwas ab. Und ich glaube, auch ein Mensch, der sehr wütend ist, ja, also, oder Sie haben das jetzt als Ihre Rolle genommen, dass Sie wütend sind, ja, auf viele, viele Dinge und viele Dinge nicht tolerieren. Ich glaube, das hat doch sicher etwas ganz tief mit Ihnen zu tun. Das finde ich wunderbar, was Sie sagen. Also Verletztheit ist ein Ausdruck, den ich sofort zulassen würde. Natürlich sind das Narben, die man in seiner eigenen Biografie mit sich trägt, die dann zu dieser Rolle werden. Aber das Wort Feigheit klang so ein bisschen wie, jetzt versteckt er das, was er eigentlich wirklich sagen will, hinter der Rolle. Und dazu bin ich Profi genug, um das nicht zu machen. Ich halte nicht die Rolle vor, um das vorzuenthalten, was ich wirklich meine. Vielleicht wollte ich Sie ja auch ein bisschen provozieren. Das hat Spaß gemacht, das hat super angefühlt. Was machen Sie heute Abend noch?